Hallo Leute, hier ist euer Smilefriend und ich will euch zeigen, wie ihr in SimCity Builded die Stadt neu starten könnt. Wie ihr seht, ist hier total das Chaos ausgebrochen, alle sind unzufrieden. Es funktioniert gar nichts mehr. Ich habe überhaupt kein Geld, kein Simcash, keine Simoleons. Ich kann gar nichts machen. Ich mache das hier mal alles weg. Das ist schon leicht nervig. Hoppla. So, schon besser. Naja, nicht wirklich besser, es ist immer noch alles total rot. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr das wegkriegt. Dazu braucht ihr den ES-Datei-Explorer, der ist in der Videobeschreibung. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr erstmal zum Speicherpunkt kommt. So, Moment. So, wenn ihr es öffnet, den ES-Datei-Explorer, dann landet ihr hier. Dann müsst ihr einmal nach rechts wischen, auf Android, auf Data. Und dann müsst ihr SimCity Builded suchen. Man kann es auch hier machen, SimCity, da. So, dann müsst ihr auf Files und alles, wo hier ein Fragezeichen drauf ist, markieren. Das übrigens auch, dieses Dynamic New. Und ihr müsst es löschen. So, schon fertig. Jetzt könnt ihr SimCity Builded neu öffnen. Es fängt an zu laden. Und dann werdet ihr gleich wie beim ersten Öffnen das hier bekommen. Ich stelle mal auf 2 ein. Ihr wisst wahrscheinlich, dass ich nicht 2 Jahre alt bin, aber egal. So, müssen wir warten, bis es fertig geladen ist. Und bitteschön, das Tutorial. Das Tutorial, um neu zu starten.